Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Stellaris mit dem Mafia-Mycelium. Wir sind gerade eben dabei, einen Krieg nicht zu führen, denn einer unserer, naja, nicht einer, der Allianzpartner hier mit am Start. Oh, wir haben gerade eben die nächste Allianzstufe freigeschaltet. Sehr, sehr gut. Wir bekommen also noch mehr Handelswert, noch mehr Handelsschutz und Einflussgewinn. So, jetzt gucke ich mal gerade eben. Ich müsste jetzt eigentlich hier das hier machen können. Die Zentralisierung vorantreiben. Das ist mir wichtig. Und das hat auch funktioniert. Ausgezeichnet. So, jetzt ist halt, haben wir halt bloß das Problem, dass unser Verbündeter immer noch nichts, also was unser Verbündeter immer noch keinen Bock dazu hat, hier mitzumachen. Ich hätte eigentlich ganz, ganz gerne hier, dass wir das hier diplomatisch machen. Dass halt einfach derjenige, der sich durchsetzt, der am meisten zu sagen hat. Freie Migration ist momentan noch nicht erlaubt. Separate Verträge. Ich muss ihn halt einfach irgendwie dazu bringen. Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er das einsieht. Ein von uns geschaffener Skandal. Sehr gut. Unsere Agenten in Sandor Mandate berichten, dass die Operation diplomatischer Zwischenfall auszulösen ein voller Erfolg war. In einem kühnen Schachzug ist es uns gelungen, einem ihrer Gesandten in Clan Interplanetary Replug. Die Clan. Moment. Also. Die Clan. Also irgendeine random Fraktion halt. Ja, die Glaubwürdigkeit zu reduzieren. Toll. Also ihr seht, was ich meine. Es ist so ein bisschen ausbaufähig. Vielleicht weiß ich einfach noch nicht so recht, was ich damit machen soll. Beziehungsweise, ob es da noch mehr Optionen gibt, die sinnvoll wären. Aber es ist halt gerade eben extrem schade, dass ich das halt einfach nicht gezielt machen kann. Eine Verleumdungskampagne. Verringern die Beziehungen zwischen Sandor Mandate und einem anderen Reich. Ich versuche halt herauszukriegen, ob ich irgendwo dieses andere Reich einstellen kann. Ich kann halt hier das, klar, das ist das Sandor Mandate, Einsatz beginnen. Ich habe keine Mittel. Oder muss ich erst... Ich probiere mal erstmal Mittel zu beschaffen. Vielleicht finde ich ja irgendetwas, was ich dann gezielt einsetzen kann. Aber das scheint alles sehr viel RNG zu sein. Was, wie gesagt, in meinen Augen so ein bisschen... Technology acquired. Die, Effizienz... Oh, Staatselement-Slot! Endlich! Auf den habe ich auch schon eine ganze Weile gewartet. So, und jetzt kann ich hier auch... die Nahrungsmittelverarbeitungshubs reinbauen. Oh Gott, hier werden schon wieder Zweigstellen geschlossen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ships upgraded. So, sind jetzt alle meine Schiffe geupgradet. Scheint der Fall zu sein. Gut, das heißt, ich kann wieder da hochfliegen. Und endlich kann ich die synthetischen Kristallanlagen machen. So, ich möchte es vielleicht auf Kreuzer gehen. Das wäre, glaube ich, auch kein Fehler, Kreuzer zu haben. Inzwischen wird hier über die geringfügigen Verwaltungssanktionen diskutiert. Da sind sie so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich sehe. Da findet eine Menge Bewegung statt. Mhm. Ich bin am Überlegen, ob ich mir noch Gefallen sichern soll. Bei den anderen KI-Fraktionen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. So, gibt es keinen Ort, an dem ich jetzt hier noch eine... Dingens bauen kann. Hier vielleicht? Megastruktur? Doch, ein Habitat. Aber das ist ein langweiliges Ren... Da doch, das ist ein Energiehabitat. Ich hätte halt gerne mal ein Forschungshabitat gehabt, aber was soll's.
Ja gut, komm, bauen wir eins dahin. Und wie gesagt, ich will auf jeden Fall die Habitate noch weiter ausbauen. Deswegen brauche ich dann auch auf jeden Fall auch die Geboren in der Leere. Nee, Geboren in der Leere war, glaube ich, der Aufstiegsvorteil. Wie heißt das nochmal? So, ein gefundenes, geschaffener Skandal. Glepsig-Stiftung. Skandal auslösen, weil ein Hinweis nötig war, genau aufzuzeigen, die Organisation Gesetzlose, was gesetzlose Bürger zu vertreten. Eine Organisation ist. Okay. Keine Ahnung. Das ist sehr, sehr sinnlos. Another bleeding edge technology discovered. Sekunde, ich guck gleich. Wo haben wir es denn? Geboren in der Leere. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich bin schon wieder voller Nahrung. Es gibt immer noch keine Sklaven. Ich würde ja welche kaufen, wenn welche da, wenn ihnen die Freiheit schenken. Unterraumsensoren. Ja, ich möchte noch tiefer ins All reinschauen können. Also ich kann jetzt, glaube ich, sobald ich da oben bin, hier vielleicht doch mal diesen Krieg anfangen. Also dafür, dass du eine Festungswelt bist, entwickelst du dich extrem langsam, mein Guter. So, hier geht's weiter mit einer... Oh, Feuer. Die Wächter. Als die Archäologen in der Nacht friedlich schliefen, brach im Proviantmodul des Lagers ein Feuer aus. Interessant. Und zerstörte die gesamte Nahrung. Es gibt keine Hinweise darauf, wie das Feuer ausbrechen konnte. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber Archäologen arbeiten nicht gut mit leerem Magen. Ja, ich kann ihnen jetzt hier mehr Proviant schicken. Ja, ganz im Ernst, also 500 Nahrung, who cares? Who cares? Die sollen weitermachen. Oh, warte. Stille. Moment. Hab ich etwa... Das wäre ziemlich krass. Hab ich etwa den Ursprung... Also die Ursprungsausgrabungsstätte von dem anderen Reich. Also von denen. Das wäre ziemlich krass. auf den Schultern von Giganten oder so, wie das Ding heißt, ne? Gibt's da ja. Das wäre faszinierend und fragwürdig zugleich. Ich muss die Dinger übrigens leider wieder upgraden. Es geht ja weiter. Moment. Etwas ist in die Archäologen geraten. Die bisherigen Ausgrabungen wurden durch ungewöhnliche Unfälle, Verletzungen und Unglücksfälle behindert. Und jetzt geben selbst hochrangige Forscher mit jahrhundertelanger Erfahrung vor Ort den Wächtern die Schuld. Überwältigt vom Aberglauben und paranoid behaupten sie, dass sich die Statuen bewegen, wenn niemand zuschaut. Es deutet jedoch nichts darauf hin, dass die gelenklosen Gliedmaßen überhaupt beweglich sind. Die Angelegenheit geriet weiter außer Kontrolle, als Spuren der Biomaterie, die auf eine starke Blutung hindeuten, innerhalb einer Reihe winziger Schnitte an einem der Gliedmaßen eines Wächters gefunden wurden. Ob die Wächter nur als Sündenböcke herhalten sollen oder ob es eine düstere Erklärung gibt, bleibt abzuwarten. Endlich habe ich nochmal 5 weitere kleine Relikte bekommen. Wir kommen also näher, um hier die Geheimnisse der Vorläufer eventuell noch kennenlernen zu dürfen. We really push the envelope on these ships. We really push the envelope on these ships. Ja, jetzt labert der das halt hier wieder. Also wenn ihr wisst, wie man das abschalten kann, sagt mir es bitte. Es geht mir gehörig auf den Zeiger. We really push the envelope on these ships. Ship status cutting edge. Gut. We really push the envelope on these ships. Meine Fresse. Okay, wir machen hier einfach weiter. Ein verschwundener ships Wissenschaftler. Upgraded. Aber eigentlich müsste das jetzt doch weitergehen. Mach du jetzt einfach hier weiter. Also einer der Wissenschaftler ist verschwunden. Zum Glück habe ich da 2 Schiffe gerade eben. So, die Generatorwelt hier.
Da baue ich jetzt das Energienetz rein, damit es hier effizienter wird. So, wir haben ein weiteres Ziel gesichert. Spionageoffizier Maligo berichtet, dass aus Sandor Mandate, dass wir da ein Spionagemittel wohl akquiriert haben. Und das ist ein Ökonom. Erhöht meine Infiltrationsstufe. Täuschung, Einsatzfähigkeit kann ich erhöhen. Ich kann natürlich noch mehr Mittel beschaffen, wenn ich will. Ich beschaffe noch mehr Mittel. Wie sieht's hier aus? Das sind die falschen. Da will ich hin. Mittel beschaffen. Oh. Unser Spionageoffizier, der in Sandor Mandate tätig ist, meldet einen Fehler bei seinem Prozess zur Überprüfung von Agenten. Jemand hat sich anscheinend entschieden, überzulaufen. Ich kann ihn zwingen, das in Ordnung zu bringen, oder verleugnet sie? Nee. Sollte Sonder ein Spionagenetzwerk gegen uns haben, werden sie von uns einen Komplott gegen sich gewarnt. Sie können uns aufspüren, wenn ihre Code-Knacken besser ist als unsere Verschlüsselung. Ja, das wäre halt cool zu wissen, wie das genau funktioniert mit dem Code-Knacken, ne? Also selbst die Wiki von, also zumindest zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, das ist der 16.06.2021, beinhaltet keine Informationen über das Code-Knacken. Oder die Verschlüsselung und die Entschlüsselung und so weiter und so fort. Da würde ich halt gerne wissen, wie das genau funktioniert. Aber man sieht halt auch nicht so richtig, wie das funktioniert. Ne? Es gibt halt leider auch keinen Reiter für Spionage oder so. Da könnte man in meinen Augen noch ein bisschen mehr machen, dass der Spieler ein bisschen mehr Übersicht in dem Bereich bekommt. Wie läuft der Krieg eigentlich? Schlecht. Kontakt verloren. So wie es aussieht, sind meine Verbündeten hier ganz schön am Verlieren an der Stelle. Ich bin halt echt am Überlegen, ob ich diesen Angriff hier durchführen soll. Flottentechnisch sind sie mir halt ebenbürtig. Ich bekomme nochmal ein weiteres Artefakt hier. 5000! Okay, ich kann dann unmöglich angreifen, das wäre ja Wahnsinn. Ich würde wahrscheinlich zu viel verlieren. Wir sind jetzt gerade eben so in einer Phase, in der unsere Schiffe einfach immer schneller, stärker werden. Deswegen will ich die erstmal alle upgraden und dann weitersehen. So, ein vermisster Archäologe ist wieder aufgetaucht, nehme ich mal an. Die Habseligkeiten von Adrimga, einschließlich ihres Bewusstseinsbetrachters, einem Gerät, mit dem der Geist von Verstörungen von außen isoliert werden kann, wurde, das ist übrigens interessant, wurde auf einem Felsvorsprung mit Blick auf den Wächter gefunden. Stöcke, die einem halbfertigen Umriss eine Reihe der Statue, einen Umriss einer der Statue bilden, lassen vermuten, dass sie bei ihren Beobachtungen gestört wurde, als sie gerade deren Position markierte. Ihre Taschenlampe und ihre Scanner wurden zerstört, unter einem aufgebrochenen Stück eines Wächterflügels entdeckt. Der Scanner war in besonderer Weise modifiziert worden. Vielleicht könnte er uns helfen, die Schutzschicht der Wächter zu durchdringen, um weitere Informationen zu erhalten. Ja, ich werde gleich machen, scheut keine Kosten. Scheut keine Kosten. Und dann geht's jetzt hier weiter. Oh. Und weiter geht's. Die vermisste Archäologin Adrimga wurde... Was? Okay, sie ist wieder aufgetaucht und ist verstümmelt. Punkt. Lebensdauer minus 40. Schlecht.
So viel zu dem Thema, dass meine Leute länger leben dürfen. Dürfen sie nicht. Was mache ich jetzt hier schon wieder? Ich lasse den momentan arbeitslos. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Hier bauen wir nochmal Mineralien weiter ab. Hier... Ja, mir fällt halt nichts anderes ein, ne? Ich kann auch einen weiteren Blocker entfernen. Ich sollte halt mal gucken, dass ich noch mehr Schiffe bekomme. Ich kann momentan hauptsächlich einfach nur defensiv mit meinen Schiffen agieren. Aber leider nicht offensiv. So, wie sieht es jetzt hier aus mit meiner Tech-Welt? Ich kann jetzt endlich das hier upgraden. Herrscher halt Eigenschaft. Ein Auge für Talent. Okay, das ist cool. Maximale Fähigkeitsstufe Anführer, Erfahrungszuwachs Anführer. Und jetzt ist das Ding hier abgeschlossen. Ein verstrahlter Kern. Unsere Archäologen konnten einen Scanner von Adrimgar so modifizieren, dass er tiefer in die hybriden Verbundwerkstoffe eindringen kann, aus dem die Statuen bestehen. Diese Scans haben nun gezeigt, dass eine Strahlungsquelle von ihrem Kern ausgeht. Um weitere Untersuchungen durchführen zu können, müssen einer der Wächter aufgebrochen werden, wodurch er höchstwahrscheinlich zerstört werden würde. Da eine der Statuen bereits einen Teil ihres Flügels verloren hat, empfehlen unsere Archäologen, mit dieser zu beginnen. Öffne den Wächter vorsichtig, damit wir ihn wieder zusammenbauen können. Wir werden keine heiligen Denkmäler zerstören, dann werde ich halt spiritueller. Außerdem bekomme ich hier... demontiert die Statuen, verwendet ihre Legierungen. Nein. Wir machen das vorsichtig, oder? Ja, wir machen das ausnahmsweise mal vorsichtig. Log updated. Jetzt müsste das eigentlich gehen. Ach nee, warte mal. Ach, ich lösche das Teil hier. Wir haben wieder ein Ziel gesichert. Moment, Moment, Moment. Wie mache ich denn das jetzt? Ach so. Das dauert noch 4 Monate, den Wächter jetzt hier auseinanderzubauen. Jetzt gucke ich mal gerade, habe ich jetzt... Ne, hier war das nicht. Hier müsste das gewesen sein. Jawohl, ich habe hier einen Attaché. Der erhöht auch noch hier meine Spionagestufe. Gefallen erpressen. Her damit. Wir versuchen das jetzt hier mit dem Gefallen. Wir haben wieder ein Ziel gesichert. Auch da haben wir einen Hacker. Will ich hier einen Gefallen erpressen? Eigentlich eher nicht. Schläferzelle vorbereiten. Diplomatischen Zwischenfall kann ich nicht machen. Ich kann mal gucken, ob ich eine Technologie stehlen kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind die zu schlecht. Aber es kann schon sein, dass sie eine Tech haben, die ich nicht habe. Einfach aus Glück. Wir probieren es einfach aus. Mache ich hier gerade schon was? Ja. So, die Wächter. Die Wächter sind erwacht. Das Technikteam bereitet sich gerade darauf vor, den zerbrochenen Wächter zu zerlegen, als ein leiser Schauer durch die Statue strömte und sie mit einem Summen und glühenden Körper zu Leben erweckt. Die pulsierende Strahlung aus ihrem Kern hat sie beweglich und transparent gemacht und ein digitales Netz von Knotenpunkten sichtbar gemacht. Noch bevor jemand reagieren konnte, hatten sie die Archäologen umzingelt und in einem Kraftfeld gefangen. Jetzt möchten sie mit uns sprechen. Ja, ich denke, dass ich sie anhöre. Die Wächter meinen. Die Wächter mit dem zerbrochenen Flügel wendet sich an einen der anderen Wächter und beginnt zu sprechen. Bitte, Diana, lass sie los. Sie möchte aus diesem Gefängnis befreit werden. Der Wächter möchte befreit werden. Ich kann die Tage nicht mehr zählen, an denen wir zusammen unserem Meister gedient und uns auf der Erde abgemüht haben, während sie den Himmel unter uns genießen. Ich bin am Leben, aber innerlich tot. Sie sind tot, aber lebendig. Willst du mich nicht gehen lassen? Und die Diana wirft ihm einen angewiderten Blick zu. Excelsior, bei den Göttern, beruhige dich. Unsere Lieben ruhen unten. Hast du unsere Sünde vergessen? Wir haben versprochen, sie für alle Ewigkeit zu bewahren.
Das ist unser einziger Weg zur Erlösung. Mit pulsierendem Blick schätzen sie unsere Lage ein. Ihr seid keine Bedrohung für uns Hyphen. Lasst uns in Frieden und wir beschützen diesen Planeten für alle Ewigkeiten weiter. Was seid ihr? Die Antwort nicht. Himmel? Unsere Meister haben einen feinen Geschmack. Also gut, wenn ich das jetzt hier sage, wir akzeptieren euren Schutz, dann habe ich einen weiteren Job einfach, der dafür sorgt, dass ich mehr Einigkeit bekomme. Oder wir brauchen dieses Land, ist wahrscheinlich eher schlecht. Nee, ich akzeptiere das einfach. Bitte beendet mein Leiden, meint die Excelsior. Nein, wir brauchen dich. So. Deine Freundin möchte... Deine Freundin Diana hat dich verdammt. Sie hat dich einfach verdammt. So, das machen wir immerhin hier ein bisschen mehr Einigkeit nochmal. We really push the envelope on these ships. Was ja auch schon mal gut ist. Oh, jetzt greifen die hier im Gegenzug an. Kann es sein, dass ich da gerade eben gar kein Mitspracherecht mehr habe? Doch, ich habe ja noch Mitspracherecht. Ich bin immer noch der Präsident. Bin immer noch El Presidente. Da fehlt nicht viel und sie wären dafür. So. Ja, jetzt nehmen wir das da, damit die Schichten schneller gewechselt werden. Ship status cutting edge. Ich bin halt nicht sicher, ob ich da jetzt helfen soll. Der Weg ist so freaking weit. Und ja, ich bin gerade eben ein schlechter Verbündeter. Aber das soll ja auch so sein. Ding, ding, ding. Ich bin ja ein mieser Lump. Ships upgraded. Und habe ihn eigentlich nur, damit er mir den Süden frei hält. Ich hätte eigentlich Nein sagen sollen bei der Kriegserklärung. So, ich kann mal gerade mal gucken, den Schiffsdesigner für die Föderationsflotte machen. Da haben wir nämlich noch gar nichts in der Richtung gemacht. Das finde ich in Ordnung. Das finde ich auch in Ordnung. Ja, im Großen und Ganzen gefällt mir das. Bei den Zerstörern. Ja, das ist alles ganz komisch hier. Ich kriege jedes Mal eine Krise, wenn ich sowas sehe, ey. Ja, ich weiß, es ist eine Macke von mir. Ist halt so. Gut. Jetzt haben sie halt das hier besetzt, ne? Also wie gesagt, mir ist das egal. Assoziationsstatus erbitten. Ich wäre ja inzwischen dafür, dass da mal jemand mitmacht, wisst ihr? Also noch jemand mitmacht. Ich würde ja auch noch andere einladen. Problem ist, die sind, glaube ich, schon in einer eigenen Allianz. Ne, die haben nur den Assoziationsstatus. Solange halt die Sache mit den Angriffskriegen der Fall ist, sind sie halt immer noch nicht glücklich. Das wird halt auch zu nichts führen. Was ist mit euch? Ja, die Sandoren. Ach, die führen gerade auch Krieg. Spannend. Das sind komische Viecher, ey, ich sag's euch. Das sind sehr komische Viecher. So, ich möchte... Warte mal, kann ich das endlich, genau... Kristalle hier endlich mal herstellen? Und jetzt noch mehr Forschung. Und jetzt beenden wir mal wieder die Pause. Upsi. Ich weiß gar nicht, wie lange die Pause gerade drin war. Unnötig lang, möchte ich behaupten.
So, der nächste Planet kann kolonisiert werden. Was heißt Planet? Ihr wisst, was wir jetzt da machen. Einfach rein damit. Ein Agent läuft über. Ja, dann ist es halt so. Oh, ich bin wieder. Ich bin komplett voll mit Energy Credits. Düpp, di, düpp, di, düpp. Abbrechen. Wie viel kann ich davon sammeln? Gott, das ist. Ich bin langsam aber sicher ziemlich voll mit Scheiß. Also ich bin komplett voll mit Legierungen, ne? Ich weiß nicht, wohin damit. Die Forschungen verhindern halt einfach gerade eben, dass ich da noch weiterkomme. Das hier würde ich gerne ausbauen. Technology acquired. Kreuzer. Oh, Sternfestung. Endlich. Und das hier hätte ich auch ganz gerne, sobald es geht. Unterraumsensoren. Schwarzes Loch Observatorium. Ich habe bloß, glaube ich, kein schwarzes Loch hier in der Gegend. Ich glaube, ich habe keine schwarzen Löcher. Kann ich eigentlich mit dem... Ich glaube, ich kann auch keine schwarzen... keine Wurmlöcher erkunden. Nee, ich habe die Tech nicht. Hab ich aber schon mir so gedacht. Wir bekommen wieder irgendwelche Flüchtlinge. Wow, so we really hit this tech out of the ballpark. Moment, ich mach grad mal Pause. Ey, das ist so ätzend, dass die Glepsigs da dabei wären. Das ist super ätzend. Energienexus. Experimentelle Subraumnavigation. Nein. Das führt mich nirgendwo hin, wo ich hin will. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier noch irgendwo Bodenräumung machen kann, aber es gibt auch wenig Orte, wo das gerade Sinn machte. Ne? Die meisten Planeten, ja hier demnächst. Oh, die Erpressung ist erfolgreich. Ich habe einen Gefallen bekommen. Geil. So, ich habe jetzt einen Gefallen bei denen. Gut. Assoziationsstatus widerrufen. Die sind halt herzlich. Trotzdem wollen sie nicht in die Föderation. Der Krieg hier wird wieder relativ... Oh, was ist da los? Frieden anbieten? Ja. Er hat die Nase voll von dem Krieg. Ich schon lang. Ja, jetzt haben wir halt hier Gebiete verloren. Oh! Ausgelöscht. Spionageoffizier Maligo berichtet, dass unsere Agenten in der Nähe von Sandor Mandate eine Reihe von Kontrollberichten ausgelassen haben. Angesichts der Art der Operation haben wir bereits erwartet, dass sie nicht in der Lage sein werden, häufig Kontakt aufrechtzuerhalten. Unser Spionageoffizier ist jedoch leider recht sicher, dass das Team inzwischen verloren ist. Ja. Priming Planet for Settlement. Also die Spionage ist momentan noch so... Also es ist gut herauszukriegen, was die halt letzten Endes haben. Aber die aktiven Möglichkeiten sind mir einfach zu random, als das... Also das kann man unterschiedlich sehen, das möchte ich gleich schon mal betonen. Aber für mich sind sie zu random, als dass ich der Meinung bin, boah, die will ich jetzt aber die ganze Zeit benutzen. Aber das dürft ihr gerne anders sehen. Da habe ich kein Problem mit. Oh, hier gibt's schon das dritte. Wert der Zweigstelle erhöht. Unterhalt, okay. Was will ich denn hier noch einmal? Unterirdische Clubs vielleicht? Verstecktes Drogenlabor? Schrott? Riskante Bergbauoperationen? Piratenhafen? Ich will noch einen Piratenhafen da reinbauen, um noch mehr Schiffe bauen zu können. Ich meine, ich werde gleich eine ganze Menge... Raumstation upgraden können. Naja, gleich ist wieder mal sehr relativ. Ohne Witz, ich bin jetzt erstmal hier komplett dagegen. Es bringt halt einfach original gerade gar nichts. Scheiße.
Es geht nicht schneller, sagt natürliche Sanktuarien. Da bin ich auf jeden Fall dagegen. Mir geht es eigentlich gerade eben darum, dass endlich der Galaktische Rat gegründet wird, ne? Das Spiel will momentan aktiv verhindern, dass ich in den Galaktischen Rat hineinkomme. Ich habe das selten erlebt, dass es so lange dauert, den Galaktischen Rat zu gründen. Holy moly. Aber es ist halt so. So, wir haben übrigens schon 553 Pops. Das ist eine Menge. Oh, wir haben wieder einen Kontakt hergestellt. Nice. Eigentlich bin ich schon kurz davor, einfach nur noch hier zu zocken. Ja? Mal zu denen hinzugehen. Ach nee, hier kann ich nur strategische Ressourcen kaufen. Marodeur-Clans? Nein. Die Händler hier. Da kann ich diese Kristalle kaufen. Gibt es hier zweimal? Handelsliga? Ah, hier kann ich jetzt erstmal reisenden Münzen kaufen. Und solche Reliquienbehälter öffnen. Für 2600 kann ich welche kaufen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, jetzt habe ich mein Reisendenkonto sagt 32.000. Also spielautomatisch nicht, aber ich möchte mal so einen Reliquienbehälter kann ich kaufen. Da gibt es manchmal geile Sachen. So. Ich bekomme erstmal einfach nur Physikforschung. Ich mache weiter. Ach, die müssen jetzt erstmal wieder einen vorbereiten. Ja, okay, ist okay. Wie lange dauert das? Reliquienbehälter 5. Oh, und ich habe Forschung akquiriert. Interstellare Flottentradition. Oh, plus 30%. Cool. Das heißt also, ich kann bald mehr Schiffe haben. Das ist sogar vorteilhaft. Da habe ich nämlich so gut wie noch gar nichts drin gehabt. Also ich kann momentan noch keinen weiteren Reliquienbehälter öffnen. Das machen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ich gucke gerade eben nur noch mal, ob ich die Schiffe... Natürlich, ich kann die Schiffe schon wieder upgraden. Es gab wieder irgendeine Technologie, die so nebenbei entstanden ist. Gut. Ships upgraded. Wer es findet, darf es behalten. Code knacken und Fehlfunktion Übersetzungssoftware. Da hat die Meinung von jemandem bei uns mal was Positives gebracht. Warte mal, was will der? Ships Pause. Upgraded. Wenig Flottenbeitrag zum Mittel. Stimme ich momentan mit Nein. Will ich momentan einfach noch nicht. Ist mir zu early. So, das hier. Also ich habe einfach nicht genügend Flottenkapazität, um da jetzt noch mehr abzugeben. Gut, Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ihr seht, ich bin hier gerade eben noch dabei, ein, zwei Dinge hier zu machen. Kommt, jetzt kommt hier ein Bollwerk noch rein. Scheiß drauf. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Es ist ein sehr gemütliches Spiel, ne? Unüblich und nicht so wie das letzte. Selbe Schwierigkeit. Oh, und da ist das Staatselement. Ja, sollte man glatt mal machen, ne? Komm, das gucken wir noch ganz kurz in dieser Folge. Regierung reformieren. Also, wir haben die Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit. Ich kann den Flottendienstleister machen, das würde mehr Schiffe bringen. Beziehungsmalus zu Untertanen ist schlechter. Reichsausbreitung von Zweigstellen würde deutlich reduziert werden, weil Franchising. Freie Händler. Mehr Handelswert und mehr Wert für Zweigstellen. Handelsposten. Oh, noch mehr Sternbasen. Würde ein paar Probleme lösen. Markenloyalität bringt noch mehr monatliche Einigkeit und Verschlüsselung. Medienkonglomerat, weniger Kriegsmüdigkeit und zufriedenere Staatsbürger. Private Militärkompanien ist wahrscheinlich das Schlechteste, was man machen kann. Private Prospektoren. Privates Kolonieschiff. Reichsausbreitung von Systemen ist geringer. Rücksichtsloser Wettbewerb. Nee. Vertragliche Vermögenswerte. Ich habe aber keine Sklaven momentan. Ich will auch gerade eben keine. Ich glaube, ich nehme den Flottendienstleister. So, und damit kann ich jetzt hier endlich meine Flottille noch weiter ausbauen.
bilden. Und hier deswegen, dann warte mal, den... Sind das dieselben Zerstörer? Ach nee, ich habe den Kreuzer jetzt schon. Oh, da haben wir beim nächsten Mal was zu tun. Also, jetzt wirklich, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.